Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battle 3 und heute sehen wir einen weiteren Kampf von René und zwar gegen Elias aka Nobold. Doch, ist einer der Aufsteiger, der aktuell noch nicht sehr viel gekämpft hat, ne? Zwei Kämpfe haben wir gesehen von ihm, zweimal hat er verloren, hat sich also noch keinen Orden geholt. Für ihn wird es, glaube ich, sehr, sehr knapp werden, noch bis in die Liga vorzudringen, aber unmöglich ist natürlich nichts. Wir schauen uns diesen Kampf auf jeden Fall an, als wäre es ein Kampf, der um den 8. Orden geht, selbstverständlich. Wir haben ein Trikevalo, was gegen Psycho sehr strong ist. Wir haben ein Schwalboss. Ich glaube, Adrenalin-Schwalboss wäre hier sogar gar nicht mal so bad, wobei es an Bronzong ein bisschen abknallen könnte. Aber mit der Kehrtwende kannst du halt zumindest soliden Schaden dann gegen alles machen. Wir haben ein Phenontor mit dabei. Ich glaube, Phenontor kann auch Gefriertrockner, was zumindest dann Lamus und Noctu ganz gut unter Druck setzen könnte. Ansonsten wird es dann vielleicht schon etwas schwieriger. Ein Fermicula auf jeden Fall sehr gefährlich, aber man muss auch sagen, dass das ein Schwertschild noch viel gefährlicher geworden ist. Also, holy shit. Dagegen, ich glaube, in welchem Tier ist das hier so rumgekrepelt? Ich glaube, relativ niedrig, oder? Fermicula hat man jedenfalls nicht sehr häufig gesehen, während es zum Beispiel im Ranked mit Dynamax und so weiter und so fort ein Schwertschild ja doch sehr gefährlich ist. Dann haben wir einen Grammokless dabei, ebenfalls sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich einfach, weil man sich dachte, ja, Durengard ist, glaube ich, sowieso komplett gebannt. Das andere Teil, boah, wie heißt denn das nochmal, ey? Grammokless. Duokless. Ist vielleicht auch noch zu strong. Nehme ich halt Grammokless. Vielleicht steckt da aber auch eine interessante Strategie dahinter, denn wir sehen auch ein Domiesel, was ebenfalls sehr, sehr interesting aussieht. Mal schauen. Ich würde sagen, wir springen rein in den Kampf, gucken uns an René versus Elias. Let's go. Mal schauen, was sich hier so aus diesem Kampf ergeben wird. Auf jeden Fall trägt er ein sehr, sehr schickes Shirt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sehr, sehr schickes Shirt. Und natürlich auch die passende Mütze und die passende Hose dazu. Und das nicht ganz so passende grün-lila Trikevalo. Das allerdings ein ganz guter Lead ist gegen Bronzong, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wobei Bronzong auch drin bleiben könnte. Und einfach mal einen Gyroball darauf ballert. Oder Toxin. Oder Bizarro-Raum. Oder irgendwas, um dieses Trikevalo direkt zu bestrafen. Aber wie schon im letzten Part, wo Trikevalo Druck gegen Mika hätte machen können, geht Trikevalo hier erstmal auf Nummer sicher und mit einer Kehrtwende raus. Und wir sehen tatsächlich den Bizarro-Raum von dem Bronzong. Und aufgrund der Überreste kann sich es eben auch komplett wieder hochfallen gegen den Kehrtwendenschaden. Von daher quasi ein sehr guter Zug für René, der jetzt mit dem Bizarro-Raum grundsätzlich ein bisschen was machen kann. Interessanterweise geht er in Lamus gegen Fermicula. Und das wird sehr wehtun. Also Bauchtrommel ist eigentlich keine Option. Wir sehen den Clownwetzer, was super gut auf Fermicula ist, weil Fermicula ja überall wart und damit sind alle Moves ungenau. Mit dem Clownwetzer gleichst du das aus und gleichzeitig steigerst du deinen Angriff nochmal um eine Stufe. Das ist halt ein Riesenproblem. Und auf der Gegnerseite sehen wir jetzt halt einfach einen Z-Käfer-Move. Also auch nicht Z-Käfer-Move, sondern ich weiß gar nicht, was spielt man da drauf? Kreuzschere wahrscheinlich. Ich meine, möglicherweise auch Blutsauger. Konnte das Blutsauger? Keine Ahnung. Aber ich glaube, selbst der Nicht-Z-Move, also was heißt, ich glaube, ich weiß tausendprozentig, der Nicht-Z-Move hätte unfassbar locker gekillt. Das ist Stab, das ist auf plus 1 und das ist Überhyper. Das heißt, quasi dreimal ein 50% Boost obendrauf. Also, RIP Lamus. Das hätte vielleicht möglicherweise sogar schon one-shotet. Ich glaube, dieses Fermicula ist ein riesiges Problem. Ob es gegen Noctu rausgehen wird, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine Option, also wäre die sicherste Option. Wenn man gierig ist, bleibt man drin. Kann aber schlecht sein, weil da eben so eine, weil Noctu den Hitten leben könnte. Und so eine Hitzewelle gegen Fermicula ist halt over-RIP. Und deswegen hier rauszugehen, denke ich, eine traurige Entscheidung, aber die beste. Die beste, die du treffen kannst. Manchmal musst du halt Setup und Sweep und sowas abbrechen. Dafür war es auch zu früh. Aber Lamus zumindest sehr gut unter Druck gesetzt. Und da habe ich den Switch auch nicht wirklich verstanden in Lamus rein. Ich glaube, Noctu wäre da von Anfang an eine gute Option gewesen, um Fermicula aufzuhalten. Aber ich glaube, er hat auch nicht mit Dings gerechnet. Mit, wie heißt es? Mit Clownwetzer. Genau. So, wir haben jetzt gesehen bei Jirachi den Wunschtraum, wenn ich mich nicht irre. War es der Wunschtraum gerade? I don't know. Dubiesel ist auf jeden Fall aufgrund des Bizarro-Raums gerade schneller. Wenn der noch aktiv ist. Könnte auch schon wieder vorbei sein. Der ist schon wieder vorbei, ne? Okay, und Jirachi ist wegen der Negativ-Prio schneller. Das erklärt auch einiges. Aber jetzt ist Dubiesel halt wieder schneller. Und Dubiesel hat ebenfalls Edelmut. Was eine sehr spannende Fähigkeit ist. Ebenso wie Jirachi sie hat. Und deswegen gab es, glaube ich, gerade auch den Spukball-Drop. Das heißt, der nächste Spukball macht schon deutlich mehr Schaden.
Bam, das ist guter Schaden. Und es hat eben eine 40% Chance zu droppen, weil Spukball generell um 20% die spezielle Verteidigung senken kann. Und mit Edelmut verdoppelt sich das Ganze ja auf 40% dann. Ist also ganz nett. So, wir sehen jetzt Megalon. Dadurch, dass Jirachi eigentlich schneller ist als Dumiesel, der Bizarro-Raum aber draußen ist, kriegt Jirachi eben die langsame Kehrtwende raus, fängt also den Schaden ab und bringt jetzt eben Megalon in eine gute Position. Und Megalon ist sogar noch mal langsamer als Dumiesel, profitiert hier also vom Bizarro-Raum und holt alles mal ohne irgendwelche Sorgen. Und das möglicherweise auch zurecht, weil, okay, I see. Der Spukball hat nicht sonderlich viel Schaden gemacht. Der holt den Ränkeschmied raus, ist jetzt auf plus 2 und durch Schwächenschutz auf plus 4. Und dieser psychische Schock ist ein One-Shot. Also, Dumiesel ist strong in der Defensive, aber, doch. Okay, es sieht einfach nur so super langsam, aber ich dachte so, I don't know. Und Schwertblatt kommt rein. Ja, Schwertblatt ist ein Problem, ne, weil das hat einen Schattenstoß, aber ich glaube, ich würde es probieren. Ich weiß nicht, ob Grammoklis killt. Ich würde sagen, nein. Und so ist es auch. Und wenn man jetzt einen sehr effektiven Move hat, ist es auf jeden Fall down. Aber ich glaube, Donnerblitz auf plus 4 killt ebenfalls. Ja, so ist es auch. Das war's mit Schwertblatt. Duokles hat einen super guten Angriff und eine super gute physische Verteidigung, aber keine gute spezielle Verteidigung. Und Grammoklis wird dann wahrscheinlich noch weniger haben, was das angeht. Von daher auf jeden Fall eine gute Option. Ja, Sharingan holt sich 2 Kills. Finde ich sehr cool, dass wir hier mal einen Megalon in Aktion sehen. Ich glaube, das war auch schon häufiger mit, aber schön zu sehen, dass die Strategie mit diesem Megalon dann auch irgendwann mal aufgegangen ist. Und jetzt haben wir hier die Finsteraura gegen Sir Susaku, was Redlichkeit triggert. Und wenn das ein Mega-Gladi war, ist es in der Lage, denke ich, eine neue Finsteraura zu tanken. Dann ist es sogar schneller als Tickefalung. Fällt mir gerade mal so auf. Und so ein Mega-Gladi auf plus 1 kann jetzt sehr, sehr gefährlich werden. Die Finsteraura ist aber nochmal schneller. Scheint also Wahlschatz zu sein. Tankt er das? Der tankt das ganz knapp, kriegt den Ableithieb raus. Und das war so wichtig. Denn das ist ein totes Trigefalo. Und ein totes Trigefalo in Kombination mit einem Ableithieb deutet viele KP von Trigefalo auf Mega Galagladi. Und das war quasi tot. Jetzt ist es tatsächlich wieder sehr, sehr gefährlich. Und es hat ja auch einen gewissen Speed. Allerdings ist es nicht schneller als Schwalbos. Das ist ein kleines Problem. Oh, aber Schwalbos geht direkt wieder raus. Und zwar in Steampunk. Er erwartet hier also direkt einen Wechsel. Und René macht diesen Wechsel. René erfüllt ihm den Wunsch. Muss er aber wahrscheinlich auch machen. Wobei Mangekyo gegen Fermikula vollkommen fein ist, denke ich. Denn Fermikula hat dieses Mal nicht mal Setup. Knirscher kommt, Knirscher misst. Selbst wenn es getroffen hätte, wäre nicht viel Schaden gewesen. Also, wäre guter Schaden gewesen. Ist übereifer, versteht mich nicht falsch, okay? Aber Noctu ist ja kein Psycho-Pokémon, sondern normal Flug. Und von daher hätte das nur neutral getroffen. Von daher ist René hier sehr glücklich aus der Situation rausgegangen und plötzlich steht es 5 zu 2. Okay. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber plötzlich ist René hart in Führung. Ne, Galagladi hat super gute Arbeit gemacht, Megalon hat gute Arbeit gemacht, jetzt hat Noctu auch noch gute Arbeit gemacht. Noctu wird jetzt sehr, sehr wahrscheinlich sterben gegen so einen Rückkehr Finontor, ne, weil Rückkehr wird ja durch die Eishaut, die auf Mega Finontor drauf ist, zu einem Ice-Move. Und das wird dann auch nochmal ein bisschen verstärkt. Und Mega Finontor hat ohnehin nicht so den allerschlechtesten Angriffswert. Von daher okay. Aber jetzt kommt Sir Susaku wieder rein. Kann wieder einen Ableithieb drücken. Den killt tatsächlich auch. Da war ich mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher, weil Ableithieb natürlich nicht der allerstärkste Move ist. Aber Sir Susaku ist back in business. Volle KP am Start. Das gegnerische Mega rausgenommen. Und jetzt gibt es nur noch Unstoppable. Und Unstoppable ist Schwalbos. Und damit haben wir das gleiche Matchup wie vor ein paar Runden. Nur, dass Sir Susaku noch fitter ist. Ja, er muss, glaube ich, für die Hitzewelle sogar gehen. Ne? Ich glaube, er muss für die Hitzewelle gehen, weil er sonst an Wongsong nicht vorbeikommt. Und deswegen muss er ja für Hitzewelle und wahrscheinlich den Burn hoffen, dass der Angriffsmove nicht sonderlich viel Schaden macht. Und man dann eben mit 3 Hitzewellen das Ganze rausnehmen kann. Vielleicht noch hier ein Crit, da ein Crit. Das war die einzige Möglichkeit, um irgendwie über 1000 Umwege noch zu einem Sieg zu kommen. Von daher nachvollziehbar, dass hier nicht noch der Überschallknall gedrückt wurde. Ja, und René gewinnt diesen Kampf. Not bad. Not bad. Also es sah am Anfang nicht danach aus, als da Lamus in Fermikula reingeschickt wurde. Wo ich mir so dachte, okay, was ist der Plan des Ganzen? Aber dann haben wirklich einige gute, was heißt, nicht unbedingt mega gute Plays, aber vor allem die Sets auf den Pokémon haben perfekt funktioniert, ne? Megalon holt sich 2 Kills, Galagladi überlebt perfekt aufgrund seiner Mega-Entwicklung.
nimmt Trikefalo raus, halt sich damit hoch. Dann der Wechsel eben auf Noctu, wo der Double von Nobold gezogen wurde auf Femicula, den ich nicht hundertprozentig verstanden habe, glaube ich. Den habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Ja, was hat er erwartet? Wahrscheinlich hat er Bronzong erwartet und dachte, dagegen kann er sich dann wieder setupen. Ich denke mal, das ist so seine Idee dahinter gewesen. Aber ich glaube, weiß auch nicht, ob Bronzong da reinzuschicken in so ein Femicula, was sich potenziell in so ein Schwalbos, ob das der Play ist. Maybe schon. Vielleicht eher als Noctu. Also, vielleicht hat René das nicht. Vielleicht hat René nicht den allerbesten Play gemacht. Oder René hat gerochen, dass er jetzt ein Double kommen könnte. Oder Noctu tankt das sogar. I don't know, diese drei Möglichkeiten gibt es. Auf jeden Fall GG an René, der hier seinen Orden gegen Nobold verteidigen kann. GG. Nobold bleibt damit erstmal sieglos. René holt sich einen Sieg und wir springen rein in den nächsten Kampf. Und das wird ein ganz besonderer, denn ihr werdet schon sehen, warum. Und zwar sehen wir hier einen Kampf von mir. Nachkommentiert. Yay. Und das aus Roggis Perspektive. Yay, was ist passiert? Kurze Erklärung, ich habe den Kampf ganz normal live aufgenommen, aber ich habe vergessen, irgendwie meinen Ton aufzunehmen. Ich weiß nicht, irgendwie war der plötzlich Fucci Nito. Kein Plan, warum. Ja, und ich habe den Kampf nicht wirklich als Kampfcode gespeichert. Das Ganze wird auch noch mit einem anderen Kampf passieren. Da habe ich es, glaube ich, aber gemerkt während des Kampfes oder so. Und habe den Kampfcode auf jeden Fall gespeichert. Normalerweise speichere ich den eigentlich immer, da habe ich den, glaube ich, vergessen zu speichern oder so. I don't know. Deswegen das Ganze aus Roggis Perspektive, der den zum Glück gespeichert hat. Props gehen da auf jeden Fall raus. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch das Team schon vorgestellt habe, mit dem wir hier kämpfen. Ich glaube, wir haben damit schon den Kampf gesehen. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr sonderlich viel davon. Der Kampf ist ein paar Tage her. Ihr seht es vielleicht am Datum, am 5.11.2019 war das Ganze, also mittlerweile doch schon, ja, 4 Monate her. Bruder, ganz, ganz kritische Sache. Wir spielen auf jeden Fall einen Viscura, ebenfalls wie Roggi, war sehr interessant auf jeden Fall. Dann ein Aeropteryx als unsere Drachenausnahme. Bin ich kein Mega-Fan von, aber wollte ich mal spielen. Hier mit der 50% Beere tatsächlich. Normalerweise spielt man es gerne mit Citrobeere und so, dass das möglichst sicher triggert. Ich dachte mir aber, das ist so dünn. Damit fallen wir doch locker immer auf unter 25% runter. Und dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Heilung. Sind vielleicht noch gegen den einen oder anderen Prio-Move ganz gut dabei. Ja, dann haben wir ein Seekrom. Keine Ahnung, was das getragen hat. Könnte sein, dass es Walschall oder sowas war. Oder Offensivweste. Oder I don't know. Wir werden es herausfinden. Ein Latios mit dabei. Ich glaube, ich habe zu der Zeit immer sehr gerne Screens gespielt. Es könnte aber auch Mega Latios sein. Wir werden sehen. Ist also für mich eigentlich auch quasi blind, was ich so machen werde. Vielleicht erinnere ich mich an irgendeinen Move noch, den ich gedrückt habe, aber ich glaube eher nicht. Dann Libeldra mit an Bord. Könnte Drachentanz sein. I don't know. Und zu guter Letzt ein Turtonator. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was uns erwarten wird. Roggi ist hier mit dabei mit einem Anego, mit einem Merrill, was halt auch ein Feentyp ist, auch Kraftkoloss hat. Sollte man also auf jeden Fall nicht unterschätzen. Gerade weil es unser Viscura zum Beispiel durchaus unter Druck setzen kann. Und dann Switchen reinzufinden, ist gar nicht mal so angenehm. Turtonator ist erstmal ganz okay, aber hat halt nicht die beste Recovery, ne? Dann spielt er ebenfalls ein Latios, also gleich zwei Pokémon doppeln sich, ne? Dann Viscura. Ein Mew, immer schwierig zu betrachten, was kann da so drauf gespielt werden. Und zu guter Letzt ein Amigento. Ich jetzt habe gerade wieder so ein typisches Zufluchts-Amigento-Set im Kopf. But I don't know, ob das dieser Kampf war oder nicht. Ich will auch nicht zu viel von den Sets spoilern. Ich kenne sowieso nichts mehr. Aber Zuflucht habe ich zumindest noch im Köpfchen. Aber wurde auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig gespielt. Ich würde sagen, wir springen rein in den Kampf, gucken uns das Ganze mal an und schauen mal, wie ich so einen Kampf nachkommentiere, an den ich mich quasi nicht mehr erinnern kann. Mal sehen, was ich hier so für Misplays entdecke und wo ich mir sage, hey, dieses Set ergibt doch gar keinen Sinn. Wisst ihr, sonst kritisiere ich immer andere Leute. Jetzt kritisiere ich mal mich. Möglicherweise, vielleicht finde ich meine Plays auch richtig godlike. Kann natürlich auch sein. Wir sehen auf jeden Fall Anego gegen unseren kleinen Gary. Problem ist, Gary kann dagegen, glaube ich, nicht sonderlich viel machen. Und deswegen müssen wir raus. Der kann zwar gut dagegen tanken, aber der kann halt nicht toxinieren und sowas. Und deswegen habe ich mich hier entschieden, in den Fluglehrer zu gehen. Was grundsätzlich auch erstmal okay ist, denn Anego legt hier die Tarnsteine. Kann ich, glaube ich, ganz okay mitleben. Ist für Turtonator ein bisschen nervig. Und wir sehen, er hat den Zauberschein mit dabei. Und er macht gar nicht mal so wenig Schaden gegen den Fluglehrer. Wenn wir jetzt aber einfach auf Erdbeben gehen, dann sollte dieses Anego-Geschichte sein. Es sei denn, es trägt den Fokusgurt. Trägt es den Fokusgurt? Es trägt den Fokusgurt.
Dadurch konnte es sich erlauben, hier drin zu bleiben. Und jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen, weil der Junge ist schneller, der kann auf Zauberschein gehen. Und ja, da müssen wir jetzt den Switchen reinfinden. Und ich habe mich für den Flugschüler entschieden. Und zwar das gute Aeropteryx. Wir bekommen 25% Tarnschildschaden. Wir bekommen den Zauberschein-Damage und er muss uns unter 25% hauen. Macht er allerdings nicht. Ganz knapp nämlich nicht. Naja, habe ich jetzt für die Kehrtwende entschieden. Ist vollkommen okay, ne? Weil wir nehmen jetzt Anego raus. Wir switchen selbst ebenfalls raus. Da wir Schwächlinge haben, ist unser Angriff ja jetzt halbiert. Deswegen sehr, sehr nervig. Aber wenn wir beim nächsten Mal in die Tarnsteine wieder reinwechseln, alles okay. Weil dann sind wir, triggert unsere Bäre wieder und wir sind auf über 50% und dann ist das vollkommen fein. Ist es vollkommen fein. So, wir holen jetzt C. Krombacher rein, weil ich mir dachte, ja, das ist vielleicht so das Pokémon, was hier am meisten machen kann. Und er schickt Latios dagegen rein. Und da dachte ich mir, ich bin Walschall-Junge, ich drücke auf den Draco. Und er misst. Ungünstig, denn jetzt ist der Reflektor draußen. Ist nicht schlimm für den Draco, weil den können wir halt nochmal drücken. Und dieses Mal treffen wir ihn. Aber die Frage ist, killt der? Weil es ist ein Latios. Latios ist einigermaßen bulky. Kann es zumindest sein, wenn es mit KP-Investment und so gespielt wird. Und es überlebt leider Gottes nicht. So, und jetzt ist die Frage, killt ein Draco auf minus 2 mit Lichtschild, also quasi minus 4 oder so? Ist kritisch. Ich dachte mir, ich probier's. Ich drück den Draco, killt er. Ich habe im Gefühl, nein. Er killt mit einem KP nicht. Wir missen den Draco. Er überlebt mit einem KP und geht auf Memento Mori. Ist nicht so unfassbar schlimm. Erst einmal, ne? Weil Latios ist down, das wollten wir erreichen. Wir waren eh auf minus 2, wir waren eh auf den Draco gewalt. Alles okay, aber jetzt sind wir halt auf minus 6 im Spezialangriff auf dem Move, auf den wir gewalt sind. Jetzt kommt Mew rein. Kann man sich eventuell denken, dass dieses Mew jetzt Setup fährt? Ja. Ist Gary dann der richtige Play? Weiß ich nicht. Maybe. Ist Gary der richtige Play gegen den Delegator? Nee. Definitiv nicht. Das heißt, Gary muss wieder raus. Gegen den Delegator können wir leider nichts machen. Und von daher kommt jetzt hier wieder der Flugschüler rein. Ich hoffe einfach mal, dass ich einen Move überlebe, dass er jetzt nicht angreift. Setup ist wahrscheinlich eh das Wahrscheinlichere. Und unsere 50%-Bäre triggert. Von daher sind wir jetzt eigentlich ganz gut dabei, mit einer Akrobatik diesen Delegator zu zerstören. Aber wir sehen auch, der hat Protzer. Wird also schwierig, weil der kann jetzt hinter dem Delegator einfach nochmal Protzer drücken. Beziehungsweise wir zerstören den Delegator, dann drückt er nochmal Protzer. Und dann zerstören wir den Delegator halt leider nicht mehr. Das ist so das Ding jetzt. Wir zerstören ihn jetzt sogar schon nicht mal. Das ist ein 110-Stab-Move von dem Aeropteryx, das wirklich einen guten Angriff hat. But no. But no. Es killt nicht. So, ich glaube, ich muss jetzt auf Kehrtwende gehen und auf irgendwas Spezielles rüber wechseln. Ich glaube, das wäre jetzt der Play, wenn ich die Kehrtwende drauf habe. Aber ich entscheide mich hier für die Akrobatik. Wobei es sowieso hundertprozentig klar ist, dass er jetzt für den Delegator geht. Ja, also Kehrtwende hätte auch nichts gebracht. Delegator kriegt er so oder so raus. Kehrtwende hätte nur was gebraucht, um irgendwas in Position zu bringen. Wo ich dran vorbei hätte kommen können. Ich gehe daher nochmal auf Akrobatik, um den Delegator eben wieder anzudamagen. Und ich glaube, jetzt gehe ich dann gleich für eine Kehrtwende. Aber hier kommt eben schon die Staffette. Ich weiß nicht, ob ich mit Staffette gerechnet habe. Ich hatte sie jetzt auf jeden Fall wieder im Kopf. Ob ich zu dem Zeitpunkt damit gerechnet habe, keine Ahnung. Aber Delegator und plus 2 wird jetzt weitergegeben. Auf Half Carpador. Der Junge ist plus 2 gerade. Ah, der Reflektor war noch draußen. Deswegen hat Akrobatik nicht gekillt. I see, I see, I see. Könnte jetzt also vielleicht sogar den Delegator zerstören. Ich glaube nicht. Doch, er hört auf zu wirken. Immerhin das schaffen wir hier mit Aeropteryx. Aber jetzt kommt die Nitro-Ladung raus. So, und jetzt haben wir ein Problem, weil der ist auf plus 2 und plus 1 Speed. Und damit schneller als alles, was wir haben, glaube ich. Auch schneller als C. Krombacher, glaube ich. Ich gehe jetzt raus und zwar auf Mutenroshi. Ich dachte mir so, wenn irgendwas den Hit nehmen kann, dann Mutenroshi. Weil mit Dings machen wir sowieso nichts mehr. Und er geht nochmal für die Nitro-Ladung. Das ist okay, weil das resisten wir vierfach. Das macht nichts. Das heißt, das ist ein Free-Switch für uns. Und er kriegt Bollenhelm-Schaden. Aber ich habe es vorhin erwähnt, ne? Zuflucht. Er spielt also only Nitro-Ladung Zuflucht auf diesem Set. Denn Zuflucht kann ja erst eingesetzt werden, wenn
alle anderen Moves, die auf dem Set dabei sind, eingesetzt wurden. Mit Nitro-Ladung pusht er seine Init und alle anderen Sachen, ne, Delegator, Setup, Vorbereitung und so weiter, hat er mit diesem Mew weitergepasst auf dieses Amigento. Und das ist jetzt plus 2 Speed, plus 2 Angriff und hat einen Stab 140er Move. Wahrscheinlich dann noch zusammen mit dem Item Seidenschal, was auch nochmal um 20% die normalen Moves boostet. Ja, und da kann ich euch jetzt einfach mal spoilern. Niemand wird einen Move überleben. Wir können jetzt irgendwie nur hoffen, dass Zilkom schneller ist. Sind wir allerdings nicht. Von daher kommt hier der nächste Zufluchtskill. Und ich weiß nicht, was unser letztes Mon ist. Ist es Viscora? Ne, der Flugschüler ist es noch. Ja, und der ist jetzt nicht unbedingt auf der allerbesten Range, würde ich mal meinen, um so eine Zuflucht zu tanken. Outspeeden kann der leider auch nicht. Und damit ist der Kampf dann beendet. Ich glaube, ich habe hier aufgegeben. Finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Tatsächlich. Also, ich glaube, ich habe das auch in der Galar-Fabrik gemacht. Da fand ich es vollkommen in Ordnung. Weil da hätte sich der Kampf auch noch länger ziehen können, weil er nicht unbedingt wusste, was ich für ein Set hatte. Hier finde ich es uncool. Hier finde ich es uncool. Muss ich sagen. Aber ich glaube, ich war wirklich ein bisschen salty. Kann ich mir gut vorstellen. Weil der Dracomist war echt ein bisschen ungünstig. Dadurch kam überhaupt erst Reflektor, Lichtschild und Memento Mori raus. Ich weiß nicht, ich glaube, Mew hätte so oder so echt gute Karten gegen uns gehabt. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, selbst wenn wir das volle Potenzial unserer Mons gehabt hätten, ich glaube, Mew hätte auch in Turn 1 anfangen können, sich zu setupen und das wäre RIP gewesen. Von daher, keine Ahnung, war halt einfach nur ein bisschen unlucky. Vielleicht habe ich deswegen auch gegeben. I don't know. Auf jeden Fall hat Rogi hier sich eine coole Strategie ausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich da das Zufluchtsamigento ein bisschen kritisiert habe, weil wir das jetzt so oft gesehen haben. Falls nicht, kann es sein, dass es irgendwann nochmal kommt. I don't know. GG auf jeden Fall an Rogi, der sich hier den Zenit-Orden gesichert hat. Glückwunsch dazu. Und wie gesagt, ne, das ganze Team, oder was heißt das ganze Team, zumindest ein Großteil des Teams war auf jeden Fall darauf abgestimmt. Schade, dass wir Meryl nicht gesehen haben. Hätte ich sehr gerne in Aktion erlebt, weil es eben gegen Drache durchaus was reißen kann. Und gegen unsere Drachenausnahme dann auch mit einer Wasserprio sehr stark gewesen wäre, mit der Wasserdüse. But who knows, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich wie immer unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's tatsächlich den nächsten Liga-Run, sehe ich hier gerade. Freut euch also drauf. Dann geht's wieder ab in die Top 4. Mal sehen, ob wir erneut einen Champ-Kampf bekommen werden. Maybe, maybe not. Bis dahin und tschüss. Danke fürs Zusehen.